Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, dem Landwirtschaftssimulator, zurück auf der Map Felsbrunn, hier bei unserem Singleplayer-Projekt, und zwar unserem kleinen Bauernhof. In der letzten Folge haben wir hier die Ballen soweit aufbereitet, ne? Das heißt, wir haben hier hingepackt, ich habe noch die zwei, die noch übrig geblieben sind, abgefahren. Wollte die eigentlich hier unter dem neuen platzierten, ja, Dach quasi... Ja, einstellen hat irgendwie nicht ganz geklappt, war nicht ganz so hoch, wie ich dachte, hat ein bisschen rumgebackt, aber okay, Hauptsache ihr hattet Spaß. Und wir haben hier noch eine Hühnerfarm gebaut, damit werden wir uns auch beschäftigen, werden uns jetzt bald ein paar Hühner gönnen und müssen allerdings jetzt erstmal so ein paar Felder aufbereiten. Und zwar müssen wir mal kurz gucken, wir haben hier hinter ja auch noch ein Feld, ich glaube, da hatten wir ursprünglich Rüben. Da müssen wir auf jeden Fall mal pflügen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Die sind verdorrt und verfault. Da müssen wir auf jeden Fall mal... Muss gepflügt werden, steht hier dran. Und unser anderes Feld, was wir hier mit Weizen abgeerntet haben, das muss auch gepflügt werden. Und... Kalk benötigt das Ganze auch. So, ich habe aber, guck mal, ich fahre noch einen Zug, auf jeden Fall ein paar Geräte besorgt, und zwar hier. Und zwar haben wir uns einmal einen Valtra N174 gegönnt. Den hatte ich beim Netz, den hatte ich schon seit zwei Folgen gekauft, habe mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Dann einmal hier noch den Kuhn PF 1500 Zusatztank. Dann haben wir uns hier noch ja, so einen Radladeraufsatz, Profiline, den FZ60 gegönnt von Stoll. Natürlich alles im Kuhnrot, wie ihr seht. Ne? Ja. Und dann haben wir uns hier noch eine sogenannte Feldspritze gegönnt. Das heißt, das ist der Zusatztank dazu. Wenn ich mich jetzt nicht verkauft habe, müsste das, glaube ich, passen. Oder wartet mal. Das ist das, das ist das. Genau, Zusatzspritze, Zusatztank. Das passt. Dann haben wir hier noch hier so eine Art Kalkstreuer oder auch Düngerstreuer. Dann haben wir uns hier noch ein dementsprechendes, ja, für unser Schneidewerk, für unseren, wie heißt es gleich, für unseren Drescher gegönnt, damit wir dann auch hier unsere Schneidewerke dann zu den Feldern transportieren können. Und wir haben uns einen Pflug und noch hier eine Kombination gegönnt aus, was war das mal für ein Teil hier? Das hier ist auch von Kuhnpack, was war das nochmal für ein Ding? Mal kurz gucken. Schauen wir uns das Kuhn-Pack mal an. Wir gehen mal bei Kuhn rein, hier beim Hersteller. Und zwar war das das... K, 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 K. Kuhn, ne? Kuhn. So, gucken wir mal rein. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Und zwar müsste das... das Gerät hier sein. Ne? Ein Grupper. Genau, das war's. Und... dann einen Flug haben wir uns gegönnt. Dann haben wir einmal noch hier eine Sämaschine. Und nochmal einen Zusatztank dafür. Und ansonsten, glaube ich, war es das, ne? Genau. Gut. Und zwar können wir verschiedene Sachen hier kombinieren. Das werden wir gleich mal zusammenstellen. Wir werden erstmal so ein paar Sachen hier wegfahren und ein paar Sachen anhängen, damit das auch dann benutzt werden kann. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Flug und holen dann nach und nach mit dem John Deere hier alles ab. Oder stellen wir das schon zusammen? Na komm, wir machen mal den Flug soweit fertig. Wir müssen erstmal pflügen hier. Opa. So, das ist der Flug. Dann packen wir auf jeden Fall nochmal den Frontlader vorne dran, sodass wir auf jeden Fall schon mehrere Sachen hier mitnehmen können. Und werden hier erstmal so ein paar Sachen hier hinfahren. So. Dann werden wir gleich hier direkt noch eine Palettengabel und eine Ballengabel. Habe ich mir auch noch gegönnt von Stoll. Das hier links ist die Palettengabel und rechts die Ballengabel. So. Fahren wir da auch mal ran. Wenn wir das Ganze mal hier... Ja, sieht auch schick aus, ne? Der Valtra.
Und ich glaube, mit 210 PS Variante haben wir genommen. Wenn jetzt hier erstmal zum Hof zurückfahren, dann den Frontlader abladen. Und dann auf jeden Fall erstmal den Helfer bemühen hier. So, wir können auf unserem Hof fahren. Das können wir auf jeden Fall vielleicht mal hier platzieren. Ich glaube, das könnten wir hier abbauen. Nachher müssen wir das einmal durchschalten. Gruber senken, nein. Dieses Gerät kann in diesem Zustand nicht abgehängt werden. Das ist ja schön. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier durchschalten mit G. Nein, wollen wir nicht. Den Frontlader packen wir dann auch mal weg hier. Wieso das denn nicht? Was ist denn Zustand? Hä? Verstehe ich nicht. Das ist der Gruber. Okay, lassen wir Frontlader einfach dran. Ich verstehe gerade nicht das Problem. Ah, jetzt. Okay, wir müssen ihn auf den Boden packen. Gut, läuft. So, dann werden wir hier einen Helfer bemühen, der dann dieses Feld hier für uns abfährt, damit wir dann da Gerste ansehen können. So, fahren wir hier mal ran. Drücken H. Und schauen uns das mal an. Ob das denn auch alles funktioniert. Jo. Sieht gut aus. Wir springen mal in unser anderes Fahrzeug. Das heißt, der Helfer gibt jetzt hier Gas. Ich bin mal gespannt, was der kostet. Habe ich noch gar nicht so getestet. Und die anderen Gerätschaften werden wir jetzt hier abholen. Mit unserem John Deere. Und werden dann gleich noch eine Runde Kalk aufladen. Damit wir schon mal hier das Feld mit Kalk beglücken können. Beglücken hört sich falsch an, oder? Egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine zur Entsäuerung. Haut man da Kalk drauf. Und das machen wir gleich. Das heißt, wir werden einmal hier diesen großen Predal. Ich glaube, den haben wir mit 6 Meter Arbeitsbreite genommen. Dann werden wir das Ganze mal kalken. Werden uns jetzt gleich hier um die Verladung kümmern. Beziehungsweise mit dem Gerät einfach ranfahren. Und einmal im Shop. Ich weiß gar nicht, wie viel Kalk passt denn da rein. So, Paletten. Ne, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Kalk. Kalk war in Big Packs, ne? Ja, hier kann man leider nicht verschiedene kaufen. Mehrere kaufen. Man muss jeden einzeln anklicken. Das finde ich noch ein bisschen nervig. Aber gut. Ich glaube, da passen, glaube ich, 6 Stück oder 7 Stück rein. Und dann werden wir erstmal eine Runde Kalk machen. Das heißt nicht, wie mit der Kaffeemaschine entkalken, sondern wir werden das Feld kalken. So, jetzt haben wir erstmal genug. Die stehen jetzt hier alle wieder querbeet. Das war natürlich wieder klar. Sie hatten ja zu viele platziert. Hä? Ich habe doch gar nicht so viele. Naja, egal. So, fahren wir mal ran. Können wir das mit R, können wir das befüllen. Jetzt wird der Kalk hier eingeladen, den können wir mit Steuerung I natürlich da unten auch, wenn wir jetzt hier Dünger benötigen, dann auf jeden Fall auch wieder abladen am Hof. So, das Ding ist voll, dann geht es wieder automatisch zu. Man kann es natürlich auch sach- und fachgerecht mit einem Frontlader beladen. Das machen wir dann auf jeden Fall auch nochmal. So, aber erstmal jetzt, damit es schneller geht, füllen wir das Ding jetzt hier einmal auf. Ich glaube, da passen 10.000, ich weiß nicht, Liter, ne? Volumen, ja, wie auch immer, passen hier rein.
So, jetzt fahren wir die anderen Dinger hier noch an. Und dann haben wir noch ein bisschen was rumstehen hier. Dass wir dann später auch noch... weitere... Big Packs hier abladen können. Wir machen den einmal voll. Ich denke, das wird auch nicht reichen für das gesamte Feld, weil es ein recht großes Feld ist. Wir fahren mal hier schön mittig, damit wir hier auch alle Big Packs erreichen. Ja, also doch als mehr als 10.000. Okay. So. Jetzt ist er gleich voll. Da können wir mal abfahren hier. 14.000 passen rein. Okay. Ich will nicht aussteigen, sorry. So. Jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder zurück zu unserem Feld und werden das erstmal ordentlich kalken. Das muss natürlich dann auch gepflügt werden. Und das lassen wir auch im Helfer absolvieren. Lalalala. Dann fahren wir mal hier jetzt in unser Feld. So, mal kurz durch den Busch. Dann fangen wir hier oben an. Breiten das Ganze mal aus hier. Die Arbeitsbreite ist, glaube ich, 6 Meter war es, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Wir können uns das nochmal anschauen in unserer Garage. Ich meine, da hätte ich 6 Meter. Hier haben wir auch die ganzen Geräte, die wir da gekauft haben. Nee, 12 Meter, guck mal sogar, 12. Ich habe gelogen, sorry. Da ist ein Zusatztank hier. Und hier, wie gesagt, können wir eigentlich ganz normale Düngemittel, nicht das Flüssigdüngemittel, sondern ganz normales Düngemittel reinpacken. Und auch Kalk. Deswegen habe ich mir auch den gegönnt, weil das auf jeden Fall effektiver ist in der Nutzung. So, jetzt scrollen wir mal ein bisschen raus. Mit B schalten wir natürlich wieder ein. Und dann wird hier ordentlich gekalkt. Ihr seht es auch, ne, von der Bodentextur her. Sieht echt cool aus. Wollen wir hier mal gucken. Auch ordentlich am Stauben das Ganze hier. So. Und ihr seht schon unten auch in den Zähler, hier wird richtig viel direkt mit verpackt, auch mit verarbeitet. Zwischendurch mal ausschalten hier. Schalten wir es mal wieder ein, damit wir auch hier alles erreichen. So. Das finde ich echt cool, also auch hier von der Streuung her, ne, wenn wir das mal ein bisschen ranzoomen. Sieht echt cool aus. Außer, dass ich mal wieder nicht gerade fahren kann. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das geht eigentlich recht fix. Auch mit dem Düngen. Das schalten wir erstmal wieder aus, damit wir hier nicht unnötig irgendwas verbrauchen. Das schalten wir wieder ein. Und dann weiter geht's. Und die Vögel, das finde ich auch auf jeden Fall auch sehr cool gelöst. Oder sieht echt cool aus. Ich würde mich noch freuen, wenn man hier noch so eine Vogelscheuche platzieren könnte. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Aber ich denke mal, da werden die Modder wieder Gas geben und das ein oder andere auf jeden Fall noch mit einbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden man hier kalken muss. Ich glaube, einmal reicht erstmal. Beziehungsweise, hier können wir auch direkt mit der Sämaschine und dem Grubber drüber fahren. Das brauchen wir ja gar nicht. Das brauchen wir ja gar nicht pflügen. Wobei, ich weiß nicht, ob das noch ein Anzeigefehler ist mit diesem muss gepflügt werden. Müssen wir dann auf jeden Fall später mal schauen.
beziehungsweise ich glaube, ich habe da noch so ein bisschen Nachholbedarf, was so die Landwirtschaft betrifft. In welcher Form, warum und weshalb man gewisse Dinge tut, wie man sie tut. Aber ich hoffe, das seht ihr mir nach. Mir macht das einfach Spaß, hier das Spiel zu spielen. Und wenn ihr natürlich Tipps habt und auch Anregungen und natürlich auch Kritik, ne, solange sie konstruktiv ist, gerne, schreibt sie, wie gesagt, in die Kommentare rein. Würde ich mich natürlich auch über euer Feedback freuen. So, der ist schon fast leer hier. Na, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal voll machen. Oder reicht das noch? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen gerader gefahren wäre, hätte das wahrscheinlich auch gereicht. Vielleicht reicht es ja sogar für das komplette Feld. Wenn wir uns jetzt hier mal die Karte angucken, sehen wir jetzt hier. Ne, das ist auf jeden Fall hier jetzt nicht mehr, muss gepflügt werden. Hä? Da stand doch gerade Kalk. Bin ich jetzt Banane? Ach. Die Anzeige wieder hier, ne? Das ist immer so ein Ding. Jetzt habe ich es halt gekalkt. Super. Wahrscheinlich total sinnfrei. Und ihr werdet auch sagen, warum machst du das, wenn du das dann danach pflügst? Aber stand da, ne? Oder erst pflügen und dann kalken. Tja, wir werden es nie erfahren. So, das Ding ist gleich leer. Dann können wir das gleich wieder auffüllen. Gut, dass wir ein bisschen mehr gekauft haben. Jetzt fahren wir mal wieder zurück hier. Und gönnen uns noch ein bisschen Kalk hier für unser Fahrzeug. Oh, der andere Helfer ist ja noch gut zugange mit dem Feld am Pflügen. Warum ich das hier pflügen soll, entzieht sich echt meiner Kenntnis. Blinker nach wie vor finde ich echt cool. Mit den Geräuschen hier. Ist echt gut gelöst. So, da füllen wir das Ding wieder auf. Wir haben hier noch 3 Big Packs stehen. Und dann fahren wir nochmal eine Runde. Die machen wir auch noch rein. Der andere steht wieder so günstig, dass wir erstmal gleich hier was wegfahren müssen. Laden wir gleich erstmal mal wieder ab. Vielleicht sollten wir den auch einfach mal voll machen, weil Kalk werden wir definitiv noch öfter benötigen. Boah, ist das ein Riesending hier. Für das Schneidewerk. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falsche Größe gekauft. Nö, können wir auf jeden Fall anhängen. Schon mal gut. Ich fahre mal kurz hier ein Stückchen beiseite. Damit wir dann wieder hier den... So, eine Spritze haben wir auch noch. Für das Unkraut entfernen zum Beispiel, fürs Unkraut-Ex, die können wir eigentlich dann auch noch voll machen. Die Sämaschine müssen wir auch noch füllen. Da haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun hier. So. Wartet mal, ich glaube, ich kaufe noch mal ein paar Big Packs. So, das sollte ausreichen. So, jetzt haben wir hier nur ein paar platziert. So, aber abfüllen wir da. Die Spritzen müssen wir noch voll machen. Dann müssen wir hier auf jeden Fall dann noch die Sämaschine voll machen. Zusatztanks haben wir hier auch noch, die wir auf jeden Fall auch noch befüllen können. Wird auf jeden Fall echt spannend. So, jetzt fahren wir hier noch einmal rum. Wir fahren mal ein Stück zurück. So, upsa.
haben wir hier gleich noch zwei, die wir abfüllen können. Und dann sollte das ausreichen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu viel. Mal wieder. Ein bisschen bleibt hier stehen, aber na gut. So, genau. Bleibt auf jeden Fall was stehen. Ist aber nicht schlimm. Jetzt kalken wir noch hier das letzte Stück. Rechts frei, links frei, rüber da. Dun, 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 dun. Wobei, wenn das Feld gepflügt werden muss, werden wir es dann auch noch pflügen. Muss ja irgendeinen Grund haben, warum der das hier anzeigt. So, wir fahren das mal wieder aus hier. Hier sehen wir auch schön, ich glaube, so war das hier von der Breite. So, wieder einschalten und weiter geht's. Brauchen wir natürlich jetzt nicht viel davon, aber gut. Na ja, toll, kommen wir wieder hier rum. Auch wieder klar. Und weiter geht's. Ja, 9.17 Uhr, noch früh am Morgen hier. Oh, guck mal, der Helfer ist schon gut dabei. Der ist schon fast fertig, ey. Pickt euch das mal rein. Wie schnell das hier geht. Oh, wir haben auch schon wieder 22 Minuten auf Uhr. So. Einen Screen hier gemacht. Können wir einfahren. Jetzt fahren wir noch mal kurz ab und holen uns noch den Restkalk, der da noch rumstand. Muss ja nicht da unnötig beim Händler rumstehen. Da passt. Rum da. Auch mit den Fahrspuren hier, das finde ich echt sehr gut gelöst. Seht ihr hier den Dreck, den man so ein Stückchen, Blinker aus, den man hier so ein Stückchen immer mitzieht. Auch recht nice gemacht. Auch, dass die LKWs hier blinken. Habt ihr gerade gesehen? Wenn ich spule nochmal zurück. So, jetzt fahren wir hier mal ran. So, jetzt haben wir es hier auch noch aufgeladen. Und stellen das Vehikel mal ab. So. Ich mache hier mal eine Pause und werde dann die Geräte einfach mal hier offline befüllen, damit ihr dann nicht so ewig darauf warten möchtet oder müsst. Letztendlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.